Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort aus 1. Johannes 2 hat mir gestern jemand geschickt, die ihn mit 14 als Konfirmationsspruch bekommen hat und die bis heute, jetzt mit 70, damit hadert. So ist das manchmal mit Bibelversen. Nicht bei allen ist es so, wie ich es hier oft im Morgenvideo sage, dass sie einfach gleich das Herz erreichen. Es gibt Verse, die bleiben fremd. Ich kann verstehen, dass der Vers aus 1. Johannes 2 befremdlich wirkt. Die Abwertung von Lebensfreude, von Lust, von Sexualität, die immer wieder auch mit solchen Bibelversen begründet worden ist, hat viel Schlimmes angerichtet. Dabei sind Lebensfreude, Lust und Sexualität etwas Wunderbares. Gott hat sie uns geschenkt. Ich kann den Vers trotzdem mitsprechen. Denn es stimmt ja, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Es gibt Zeiten, in denen Lebensfreude und Lust tatsächlich vergehen. Und gerade wenn man sein Leben zu genießen gewohnt ist, kann das eine bittere Erfahrung sein. Ich freue mich an meinem Leben und das ist gut so. Aber kann es die letzte Basis für mein Leben sein? Gibt es nicht am Ende eine noch tiefere Freude, wenn der eigentliche Grund für mein Leben etwas anderes ist? Wenn es die tiefe Verwurzelung in der Beziehung zu Gott ist, die stärker ist als alles Auf und Ab, dem ich in meinem Leben ausgeliefert bin? Wenn sich diese bergende Beziehung sogar bis in die Ewigkeit ausspannt? Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn ich das weiß, kann ich mich vielleicht umso mehr meines Lebens freuen. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.